Samstagmorgen am 9 Uhr an dieser Stelle. Guten Morgen miteinander. Vielleicht habt ihr festgestellt, es ist schon länger kein Workout-Video hier auf YouTube gekommen von mir. Das liegt daran, dass ich seit wirklich gut 3 Wochen kein Workout in der Art, wie ich es sonst mache, mehr gemacht habe. Wieso? Ich hatte irgendwie in der letzten Zeit viel mehr Lust auf Yoga, ich war wandern und manchmal hatte ich auch einfach wirklich Lust auf gar nichts. Und das gibt es manchmal auch bei mir und wisst ihr was, das ist vollkommen okay. Manchmal gibt es solche Phasen. Ich weiß, dass ganz viele von euch diese Phasen auch haben. Und ich finde dann, man sollte sich dann nicht unter Druck setzen, man sollte sich nicht stressen, auch wenn man vielleicht dann ein bisschen unfitter wird, vielleicht ein bisschen zur Form ausfällt, auch wenn ihr wisst, dass ich dieses In-Form-Sein-Ding schon längst aus meinem Kopf gestrichen habe. Für mich soll Workout Spaß bereiten, es soll gesund sein und wenn es halt mal keinen Spaß bereitet, dann soll man es halt sein lassen, wenn er in dem Moment gerade was anderes Spaß macht. So sehe ich das, eine ganz leichte Einstellung und die möchte ich gerne mit euch teilen. Weil wenn man denn nämlich einfach auf seinen Körper hört und einfach das macht, was einem Spaß macht, wird nämlich der Moment kommen, wie bei mir jetzt heute Morgen, wo ich aufgewacht bin und gesagt habe, hey, jetzt habe ich richtig Lust auf ein Workout und dann macht es ja auch richtig Spaß. Und ich habe jetzt hier schon einige Sachen ready. Kettlebell, ich habe hier so ein Bootyband, da mache ich immer so gute Po-Übungen mit, eine Gewichtsscheibe und ein paar Kurzhanteln und damit gehen wir jetzt raus und machen mal wieder ein richtig gutes Workout zusammen und ich habe mir gedacht, ich nehme euch gleich mit, ihr könnt das Video gleich mit mir mitmachen. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr mit mir wieder ein bisschen reinkommen, wenn ihr die letzten Wochen auch lieber anderes gemacht habt. Also let's go! Hallo, ich melde mich doch am besten gleich via VoiceOver, dann seht ihr auch alles Step by Step, wie viele Wiederholungen ich mache, wie lange ich Pause mache. Ich habe mir da oben alles bereitgestellt, ab und zu schaue ich aufs Handy, da habe ich mir nämlich mein Programm aufgeschrieben, welches ich euch jetzt hier zeige. Und es beginnt mit 50 Jumping Jacks, also 50 Hampelmänner. Als nächstes nehme ich die Kettlebell. Ich habe jetzt hier 6 Kilo. Ihr könnt auch eine leichtere oder eine schwerere nehmen. Und jetzt mache ich hier Kettlebell Swings. Also ihr seht, es ist so eine Art Squats. Und ich schleudere die Kettlebell explosiv hoch mit gestreckten Armen. Die Kraft nehme ich aber aus den Beinen und aus dem Po, um die hoch zu schwingen. Nicht aus den Armen anheben, wirklich die Arme nur zum Schwingen verwenden. Ich spanne hier immer, wenn ich oben bin, den Po richtig gut an. Schön zusammenkneifen die Pobacken. Und als erstes mache ich jetzt hier 20 Swings. Dann mache ich eine kurze Pause. Dann mache ich 15 Swings, kurze Pause und dann 10 Kettlebell Swings. We know how to push the buttons to the core. I've got you.
man erkennt es jetzt nicht so gut, ich habe da oben noch eine kleine Matte liegen und da lege ich mich jetzt drauf und mache mich ready für die nächste Übung, nämlich Klappmesser und Rudern. Als erstes beginne ich mit 12 Klappmesser, leg dich flach auf den Rücken hin, Arme über deinem Kopf ausstrecken und jetzt klappst du dich so mit möglichst gestreckten Beinen zusammen. Das Ganze 12 Mal. Ich atme ein, wenn ich am Boden liege sozusagen und atme aus, wenn ich hochkomme. Kurz verschnaufen, die sind ganz schön anstrengend für die gesamte Rumpfmuskulatur, für die gesamte Bauchmuskulatur. Wenn ich ein bisschen verschnauft habe, mache ich die Rudern. Die gehen so aus wie in einem Ruderboot. Bin ich jetzt hier ein bisschen aufrechter und jetzt ziehe ich die Knie an und strecke die Beine wieder aus. 12 davon, dann nochmal kurz verschnaufen, bevor ich nochmal 12 Klappmesser mache. Ja, ihr seht, ich mache durchaus auch ein bisschen längere Pausen als auch schon. Aber das ist völlig normal, wenn man mal ein paar Wochen sich auf andere Übungen fokussiert hat, eben auf Yoga und Wandern, das ist natürlich was ganz anderes. Deswegen, ich nehme mir diese Pausen, nehme auch einen Schluck Wasser dazwischen, damit ich die Übungen auch wirklich sauber ausführen kann. Und es ist völlig okay. Also, wenn euch das gleich geht, alles gut. So, jetzt mache ich mich hier ready für die Bulgarian Split Squats. Dafür eignet sich natürlich jetzt so eine Stufe hier optimal, geht aber auch an einer normalen Treppe oder es würde auch gehen an einem Stuhl oder an einer Gartenlounge. Und jetzt mache ich hier pro Bein 8 Bulgarian Split Squats, also 8 so Ausfallschritte sozusagen. Ganz wichtig ist, dass ihr vorne das Gewicht über den Fersen verlagert und dass euer Knie nicht über die Zehenspitze auskommt. Ihr atmet ein, wenn ihr euch senkt und atmet aus, wenn ihr euch hochstoßt. Wenn ihr 8 habt, versucht hier jetzt, ich meine, das ist eine Übung, versucht nicht zu lange Pausen zu machen, wirklich einfach kurz verschnaufen, kurz Bein wechseln und direkt weiter die linke Seite. Und das mache ich jetzt 2 Mal pro Seite, 8 Mal. We'll be right back.
Jetzt als nächstes gehe ich zu den Kurzhanteln und mache eine isolierte Übung. Ich lege eigentlich nicht Schwerpunkt auf isolierte Übungen. Ich mache mehr Übungen, die wirklich gleich mehrere Muskelgruppen auf einmal trainieren. Aber ab und zu mache ich das auch mal. In einem Workout baue ich das mal gut ein. Ich setze mich deswegen jetzt extra hin, dass ich auch jetzt wirklich nur mit den Armen arbeite und dass die Beine und der Bauch sich kurz entspannen können. Jetzt mache ich hier zuerst Bizeps Curls 20. Ich habe meine Ellenbogen nahe an meinem Körper und wenn ihr euch darauf achtet, die Ellenbogen bleiben auch relativ an derselben Position, also die schwinge ich nicht mit. Ich arbeite wirklich aus dem Bizeps heraus, atme aus, wenn ich die Handeln anhebe und atme ein, wenn ich sie wieder senke. Und ihr könnt auch sehen, ich lasse die Spannung nie ganz los, also ich lasse die Arme nicht hängen, wenn ich nach unten komme. Es ist immer ein bisschen Spannung auf den Bizeps drauf. Ich habe jetzt hier übrigens 3 Kilo Hanteln, also wirklich relativ leichte. Ihr könnt natürlich auch schwerere nehmen, wenn ihr mögt. Aber ja, ich habe jetzt hier 20 Wiederholungen gemacht und jetzt kommt direkt ohne Pause der Trizeps. Das sind sogenannte Trizeps-Kickbacks und auch hier wieder dasselbe. Schaut mal auf meine Ellenbogen, die bleiben eigentlich immer an der relativ selben Stelle. Und ich atme aus, wenn ich die Handeln zurückstoße, den Arm ausstrecke und atme ein, wenn ich die Handeln zurücknehme. Wenn ihr das nicht so gut spürt, dann presst eure Arme, also euren Oberarm, ein bisschen weiter nach hinten und habt ihr ihn vermutlich zu tief. Lehnt euch ein bisschen vor und ja, kickt die Handeln zurück. Und das Ganze wiederhole ich noch einmal 20 Bizeps Curls und danach noch einmal 20 Trizeps Kickbacks. Jetzt kommt eine meiner absoluten Love-Hate-Übungen, Jump Lunges, stimmt Ihnen bestimmt zu. Hier mache ich 3x 15 Stück und zwar sind Jump Lunges, ihr seht, das sieht so aus wie ein Ausfallschritt. Das ist eine für mich der besten Übungen für Beine und Po und gleichzeitig springt die aber ja noch dazu, also gleichzeitig kommt wieder richtig ins Atmen, richtig ins Schwitzen, also Koordination auch super und hier, ja, brauche ich wirklich ein bisschen Pause dazwischen, aber ich merke, oh ja, da war ich definitiv auch schon parater, aber ja, wie gesagt, Step by Step, so kurze Pausen wie möglich, wirklich zieht's durch. Dann kommt der zweite Satz, nochmal 15 Wiederholungen und dann noch der dritte Satz. Hier auch ganz wichtig, immer schön auf dem Fersen landen, das Knie nicht über die Fußspitze herausragen. Und ihr seht, ich schwinge so mit den Armen mit, wenn euch das hilft für die Balance, macht das ruhig. Aber wirklich immer schön aufrecht bleiben mit dem Oberkörper. Blind, and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside, 'cause your words are so contagious. I don't wanna be distracted. Oh, I'm having a reaction. Oh,
Jetzt mache ich mich gleich ready für die Russian Twists. Hierfür nehme ich meine 5 Kilo Gewichtsscheibe. Ich verrate euch gleich, was ihr sonst als Alternative verwenden könnt, wenn ihr keine habt. Wichtig, setzt euch auf den Po, die Beine bleiben in der Luft und ihr twistet euch, deswegen heißt es ja Russian Twist, immer von links nach rechts. Schaut gut über eure Schulter hinaus zurück, atmet immer aus, wenn ihr auf der einen Seite angekommen seid und beim Abdrehen atmet ihr wieder ein. Und die Scheibe muss wirklich immer mitkommen, soll aber nicht auf den Boden abgesetzt werden während der Übung. Hier mache ich jetzt 3x20 Stück, kurze Verschnaufpause dazwischen, die ist sehr gut für die seitliche Bauchmuskulatur. Und wenn ihr keine 5 Kilo Gewichtsscheibe habt, könntet ihr auch schwere Bücher nehmen, ihr könntet Wasserflaschen nehmen, zum Beispiel so ein 6er Pack Wasserflaschen, das ist auch gutes Gewicht. Oder nehmt sonst irgendwas, was schwer ist, könnt auch einen Ball nehmen, der ein bisschen Gewicht hat. Oder ihr könnt auch die Kettlebell nehmen oder die Kurzhantel, wenn ihr das habt, funktioniert alles auch. Und ja, dann macht ihr hier 3x20 Russian Twists. Als nächstes geht es zu einer meiner weiteren Lieblingsübungen, eine Po-Übung natürlich. Ich lege den Fokus eigentlich in fast jedem Workout auf Beine, Po. Hierfür nehmen wir jetzt dieses Elastikband hier, also das kann ich euch echt empfehlen, legt euch so eines zu. Da kann man wirklich tolle Po-Übungen mitmachen. So, ich stelle mich jetzt da in das Band rein, drehe mich dann um. Ihr könnt euch auch auf eine Wand anlehnen, wenn ihr mögt. Und jetzt kicke ich hier so, Kickbacks nennt sich das, 12 Mal pro Bein nach hinten. Und jedes Mal, wenn ich oben bin, versuche ich die Pobacke gut anzuspannen. Auch hier mit der Atmungstechnik ausatmen, wenn ihr auskickt und einatmen, wenn ihr das Bein zurücknimmt. Hier keine Pausen. Das eine Bein hat ja Pause, während das andere arbeitet. Ist ein bisschen fies, macht natürlich anstrengender. Und jetzt mache ich hier 12 Wiederholungen auf der linken Seite und dann wechsle ich nochmal pro Seite 2x12. Es hat sich hier jemand zu mir gesetzt und begonnen mit mir zu reden. Ja, ist okay. Ich habe gesagt, ich antworte einfach nicht so viel, weil ich lasse mich nicht von meinem Training
ablenken, aber ich kann ja ein bisschen zuhören. Jetzt hier mache ich Rudern mit Kurzhanteln. Hierfür lehne ich mich auch wieder nach vorne und ziehe hier einseitig die Kurzhantel nach hinten. Der Ellenbogen bleibt nahe an meinem Körper. Ich atme aus, wenn ich die Hantel hochziehe und atme ein, wenn ich die Hantel wieder senke. Das ist eine Übung, gut für meinen oberen Rücken. Ja, und das war auch schon die letzte Übung. Ihr seht, ich habe das jetzt real life laufen lassen, absichtlich. Das ist ein gutes 20-Minuten-Workout. Feel free, einfach mitzumachen. Lasst das Video laufen und macht doch direkt mit. Wenn ihr gerne mehr Workouts von mir hättet, Ernährungstipps, Kochvideos, meine Lieblingsrezepte, Dinge zu meinem Mindset, zu meiner Einstellung, ich habe für euch ein Lifestyle-Programm zusammengestellt. Das dauert 4 Wochen. Das ist anjaslifestyle.com. Da findet ihr alles zu meinem Lifestyle. Klickt mal drauf, wenn ihr mögt. Schaut mal vorbei. Ich habe es in der Infobox unter diesem Video für euch verlinkt. Dann danke ich euch vielmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder hier im nächsten Video oder vielleicht auch auf meinem Instagram. Tschüss!